Hallo, herzlich willkommen zu Konradin Industrie TV. Hier neben mir steht Patrick Baufeld, Key Account Manager bei Keyence. Keyence auch dieses Jahr wieder auf der SBS IPC Drives. Mit welchen Neuheiten ist das Unternehmen denn vertreten? Ja, also wir als langjähriger Anbieter von Sicherheitstechnik freuen uns sehr, dieses Jahr unseren neuen Laser Safety Scanner ausstellen zu dürfen. Mit so Sicherheitsscannern können Sie letztendlich beispielsweise Roboterzellen absichern oder auch so führerlose Transportsysteme, die dann autonom durch eine Fertigungshalle fahren. Hervorzuheben bei dem Scanner sind vor allen Dingen die Reichweite bis zu 8,4 Meter, was einen neuen Standard setzt, sowie ein verbesserter Erkennungsalgorithmus, mit dem wir störende Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Staub oder Dreck vernünftig ausblenden können. Weitere Highlights sind auf jeden Fall unsere Auto-ID-Produkte, sprich also Scanner, stationäre als auch mobile Scanner, um Industriecodes auszulesen. Das können jetzt Barcodes sein, Data-Matrix-Codes, eigentlich alle gängigen Industriecodes. Mit den Keyence-Produkten können Sie sämtliche Codes auslesen. Also das können super gedruckt sein in der Qualität oder die können auch sehr, sehr schlecht sein, wenn die zum Beispiel direkt auf eine Metalloberfläche aufgebracht wurden. Welche Zielgruppen nehmen Sie damit ins Visier? Ja, Zielgruppen muss man sagen, generell bei Keyence gibt es eigentlich nicht. Wir möchten eigentlich den kompletten Prozess begleiten, ja? Von der Wareneingangskontrolle bis zur Warenausgangskontrolle. Also Keyence selber versteht sich als One Supplier. Das heißt, wir können alles Mögliche anbieten, sei es jetzt Messtechnik, Bildverarbeitungssysteme, Lasermarkiersysteme, 3D-Drucker oder eben auch die Sicherheitstechnik, wie wir erwähnt haben. Industrie 4.0 ist das beherrschende Thema auf der SBS. Wie nimmt Keyence dieses Thema ins Visier? Ja, bei uns auch ein großes Thema, ganz klar. Alle neuen Sensoren, die wir auf den Markt bringen, unterstützen beispielsweise den IO-Link-Standard. Ansonsten bieten wir für eine Vielzahl von Produkten auch diverse Schnittstellen an. Also sei es jetzt beispielsweise Profinet oder EtherCAT, sodass wir auch online letztendlich alle Daten auslesen und gleich mitverarbeiten können. Herr Baufeld, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Dankeschön. Ja.